Das Grand Casino Liechtenstein in Bendern hat in den vergangenen Monaten einiges verändert. Das ehemalige Restaurant Melis heißt seit einigen Monaten Alpspitz und befindet sich dort, wo früher Büros waren. Der frei gewordene Platz vom alten Restaurant ist umgebaut und jetzt auch feierlich eröffnet worden. Das heißt, wir haben jetzt einen erweiterten Spielbereich. Wir haben weit mehr als 40 Automaten neu dazu bekommen als Bereicherung für die Spieler. Das war früher das Restaurant Melis, das wir jetzt übersiedelt haben, in den vorderen Bereich des Casinos, wo wir noch dazu auch einen Wintergarten angesiedelt haben, dass die Leute auch dort mehr Platz finden. Und in Summe ist es einfach ein Gewinn für die Gäste, fürs Casino. Ich bin froh und stolz auch, dass ich als neuer Geschäftsführer das heute präsentieren und ankündigen dürfen. Also was für uns ganz wichtig war, ist, dass wir im Erdgeschoss eine Spielerweiterung gemacht haben, wo wir 200 Quadratmeter mehr Spielfläche haben und vor allem, was ganz wichtig ist, das ist ein Raucherbereich. Wir haben zudem neue Spielautomaten, wie man im Hintergrund sieht, die Bubble Blast und die Aristokrat. Seit neuestem haben wir auch die Dial mit Links geupdatet und insgesamt haben wir jetzt hier in diesem Raum knapp über 40 Slots, was von der Fläche her sehr gut ist für die Gäste. Zum Service gehören Getränke und kleine Snacks. Im Grand Casino Bendern sind knapp 200 Mitarbeitende beschäftigt. Die beiden Geschäftsführer teilen sich die Aufgabengebiete. Gino Dünder kommt aus dem Gaming-Bereich. Der neue zweite Geschäftsführer Erik Burgstaller ist Jurist. Ja, wir ergänzen uns insofern. Der Gino ist vom operativen Bereich. Da kommt er her und wir tauschen uns da immer aus. Ich lerne vom Gino, er lernt von mir andere Dinge. Und wir ergänzen uns aufgrund der Unterschiedlichkeit, würde ich sagen, fast perfekt. Das ist genau die richtige Mischung. Neben dem neuen Raum mit Spielmöglichkeiten hat das Grand Casino im Erdgeschoss im hinteren Bereich drei zusätzliche Tische mit Live-Gaming eingerichtet. Und ja, wir haben weitere Projekte im Haus selber. Es werden einige Umbauarbeiten jetzt in den nächsten Jahren durchgeführt. Da lassen wir uns auch überraschen oder lasst euch überraschen.